Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Geep ihm mit den Battle Brothers. Ja, Weizung und Donnerbarer heute wieder dabei, Injustice, und wir geben uns wieder kräftig. Genau. Mit froher Botschaft, also ihr seht das Ganze hier natürlich wieder auf dem PC des lieben Herrn Java-Heizung. Ja, und, top. Ja, genau. Und genau da liegt der Hase halt im Pfeffer. Das wird nicht mehr lange ein Laptop sein, und das genau ist die frohe Botschaft. Der transformiert sich, das ist dann Decepticon. Nein, ich werde mir jetzt zum Toaster. Zum Jahresübergang werde ich mir einen neuen Rechner holen, einen neuen PC. Und dann hoffe ich, dass wir Injustice und Mortal Kombat und den ganzen Fates halt auch in deutlich besserer Grafik euch präsentieren können. Egal, jetzt gibt's nochmal Injustice so. Einfach nur, weil wir jetzt auch ein halbes Jahr nicht gemacht haben, also aufgenommen haben und alte Sachen von der Stange gegeben haben. Jetzt gibt's neues Zeug. Ich spiele die erste Runde einfach auf random, was soll's. Der nice Shit. Keine Ahnung, was ich jetzt bekommen habe. Ich habe das jetzt, das ging so schnell. Wir fangen einfach mal mittig an. Wir spielen Aufstand. Wir spielen 5 Runden pro Video. Man kennt das ganze Prozedere inzwischen, denke ich. Genau. Und versuchen uns ordentlich die Schnuten zu polieren. Nom nom nom. Nom 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 nom. Yeah, ich spiele Green Lantern übrigens. You don't say. Ich nicht. Nein, das ist der liebe Nightwing. Man kennt ihn, man liebt ihn, ich liebe ihn sowieso. Vor allem, wenn der dann direkt das lange Teil auspackt. Oho, ja, klar. Bam! Das lange Teil vom Nightwing, das ist immer geil. Ich komme ja mit Sinestro besser klar als mit dieser spastischen grünen... Ah, Sinestro ist aber auch ein unglaublich nerviger Charakter. Oh Mann, warum trifft das nicht, verdammte... Oh mein Gott. Weil ich dich gerade nass mache, deswegen trifft das nicht. Schon wieder nicht! Was soll denn das? Ja, weiß ich auch nicht, Junge. Oha. Das fliegt über dich drüber. Ich dachte, das ist das so ein Flugangriff, wahrscheinlich. Aber das trifft dich im Flug einfach gar nicht. Sehe ich nicht. Oh mein Gott. Ja, das geht richtig gut los, würde ich sagen. Da ja. Freut sich der, aber ich spiele in Java jetzt auf klassischem Grün. Nein, 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 nein. Doch, nein, doch, fucking doch. Hell. Das, oh mein Gott. Das Grün ist bald blutig rot, mein Lieber. Dabei passt der farblich so schön zu mir. Das, die Aufnahme, ne? Oh mein Gott, er macht eine Superheldenlandung. Boah, jetzt wenigstens ein bisschen nochmal. Oh mein Gott. Ich mach dich nass, komm her. Immerhin habe ich dir das Schild noch weggehauen. Das wäre ansonsten jetzt auch echt mehr als bitter gewesen. Das ist echt ultra, was du mit dem Typen an... Ja, und dann treffe ich nicht. Ja, genau. Ja, genau. Das Traurige ist, oh, da war ein Deck. Du hättest auch einfach mal deine Superheldenfähigkeit einsetzen können, aber. Boah, das ist echt der Wahnsinn, dass du mit diesen billigen Standardangriffen. Ich krieg die halt einfach nicht gut genug geblockt, und ich bin auch, was Green Lantern angeht, jetzt nicht unbedingt versiert im Spiel. Damit steht es 1-0 damit für Team Dub. Team Dub. Team Dub und Team Java. So, why you dab? Und das Menü hat irgendwie nur 30 FPS und deswegen sieht es... Ach, jetzt geht's wieder. Okay. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach mal in der Runde nur noch zufällige Auswahl machen? Ja, das hat in der ersten Runde gut funktioniert. Dann können wir machen. Du musst erst Y drücken. Y? Okay, genau, dann zufällige Auswahl. Und ich sehe zumindest noch, dass ich Catwoman spiele. Weil wer das zuerst drückt, der sieht halt noch ganz kurz, was er ist, bevor der andere es kriegt. Wir spielen Ferris Aircraft. Ja, mach mal. Und, ach, das war die Scheiße, wo du mir immer diese Flugzeugturbine um den Kopf... oder eine Rakete? Irgendwas nee, hängt da. Nee, das Ding da oben, das da so hängt. Das ja, genau, das ist eine Rakete. Und man kann auch mit der Rakete werfen. Jetzt und du spielst Catwoman und du kannst Catwoman spielen, das ist das Problem. Bisschen. Also ich konnte sie... Ich muss ehrlicherweise gestehen... Ernsthaft, Batman vs. Catwoman. Das da. Ist doch mal geil. In einer völlig unpassenden Arena, aber... Ja, aber da kriege ich trotzdem auf den Sack. Das wollen wir doch mal erstmal sehen. What the fuck? Wir fangen direkt mit Michael Bay Optik an. Das ist ja, schön. Klar. Komm her. Ja, kriegst du noch einen. Ja, kriegst du noch einen. Scheiße. Hopp, komm. Boah, der blockt ja den eiskalt, der Junge. Mensch, was ist da los? Da ist nichts los. Ich krieg hier voll auf den Sack, Mann. So ein Batarang. Einfach mal irgendwo hinschmeißen. Oh, das war richtig blöd. Nö. Jetzt komm schon, Junge, Alter, du machst mich hier mega feucht, ey. Wirklich, das ist ja ekelhaft. Aber freut mich. So, das war der Schild. Na komm. Jetzt fängt der auch noch an mit seinen scheiß Domina-Fähigkeiten hier, ey. Bitch, please, ey. Oh, aua. Der Move ist so geil.
Kannst du aufhören, mir die Augen auszukratzen? Nein, ich finde das geil. Tut mir leid. Nerv nicht. Und gib ihm. Nein! Nein, das wäre es gewesen. You may not. Das wäre so schön gewesen jetzt. Komm, halt die Fresse. Der hier ist auch nice. Ja. Hier stehen irgendwie sehr viele sehr explosive Nein, Dinge. Nein, er hat das Schild noch bekommen. Oh ja. Schade. Oh shit, ich ahne Böses. Ja. Toll. Nein. Das klappt heute brillant, ey. Oh Mann. Komm. Du willst es heute richtig schön beenden, oder? Komm. Ich wollte dir nochmal die Turbine ins Gesicht. Egal. Dodge like a boss. Damit steht es 1-1 und Catwoman verabschiedet sich laggend aus dem Match. Ja, ich meine, bei so einer Szenenüberblendung, dann geht der erst auf 30 FPS runter, denkt sich, und dann auf 60 und dann passt es wieder. Aber ihr seht im Endeffekt eh nur 30. Bei euch sieht es wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus, aber. Denkt sich, Die Spieldarstellung bei uns, das ist echt heftig. Genau, wir wollten zufällig, ich erinnere mich. Hast du auch zufällig Shazam bekommen? Ja. Das finde ich auch schön. Der Typ ist scheiße. Ich mag den nicht. Aber wer weiß, vielleicht bist du mit dem ja total warm. Weiß man ja vorher nicht. Das ist ein Kerl, ich werde sicher nicht mit dem warm. Vielleicht bist du mit dem sogar heiß. Ach, guck mal, da habe ich gerade noch von gesprochen, dass ich die Nespo kriege. Ist ja jetzt lustig. Was ist das denn? Shazam! Warum kriege ich einen Typ mit einem T-Shirt, Mann? Was ist das? Das ist doch kein T-Shirt, Alter. Der hat einen Blitz auf der Brust. So, wie war das? Was kann genau. Der denn? Der hatte doch einen so ein... Ja, genau! Oh nein, jetzt geht die Scheiße wieder los, Alter. Ich will nicht. Oh, Gnade, Alter. Sinestro ist so einer meiner Hassgegner, muss man dazu sagen. Kann ich gar nicht verstehen. Wusch. Genau, in your face. Und jetzt kommen wieder die Steine runter. Wusch. Und da kriege ich halt drei... Oh, da habe ich nicht getroffen. Aua. Aua, lass das. Nö, gleich mal. Das finde ich nicht nett und irgendwie kackt mein Computer ab. Ja, gerade ist heftig. Da sind wir wieder. Ach, hier kann man gar nicht das Rad drehen. Ja, dreh am Rad. Nee, du hast gerade die Scheibe eingeschlagen. Wobei, du kannst, glaube ich, trotzdem noch am Rad drehen. Das wäre ein Arena-Übergang, wenn es in der Arena einen Arena-Übergang gäbe. Ne, geht nicht mehr. Hast du kaputt gemacht. Super gemacht. Finde ich gut. Ganz so offen, so gemein zu mir zu sein, Mann. Ich will doch nur spielen. Das macht doch so Spaß. Ich wollte dir die Kugel geben. Du gibst mir sicher nicht die Kugel, wenn ich sie verhindern kann. Irgendwie hast du jetzt echt ziemlich aufgeholt gerade, was da passiert. Das kann ja nicht sein. Oh, das wird jetzt interessant. Fuck. Ja, schön. Nein. Weil ich zuerst gemacht habe wahrscheinlich. Ja, aber eigentlich kannst du den damit kontern. Also, dass du zu zweit aktivierst. Du kannst ihn kontern, aber nicht mit der Super-Kombo, glaube ich. Nicht? Schade. Ich glaube, da geht es darum, wer zuerst gekriegt hat. Alles andere wäre ja blöd. Dann siehst du, der andere löst aus und löst dann auch nochmal eben deine aus. Super. Ja, klar, aber das kannst du ja dann in der Regel nicht. Also, Doch, du hast ja diesen Moment, wo er so... Du hast ja diesen Moment, wo dieser Zoom auf den kommt. Boah, tja, gut, da hast du mich jetzt... Also, das hätte auch anders ausgehen können, wenn meine Super-Kombo da ausgelöst worden wäre und ich deine. Das muss man ehrlicherweise mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, aber Sinestro ist jetzt halt auch ein unschönes Matchup gewesen, muss man sagen, weil ich Sinestro doch einigermaßen kann. Kannst du aufhören mit dieser scheiß gönnerhaften Art, ey? Nee, aber ist ja so. Also ich meine, ne, so 2-1. Ah! Wah! Wah! Für Team Java. So. Und ich spiele mit Satana. Gegen Lobo. Lobo. Wie schön. Ich mag Lobo. In Vain Manor. Vor allem, wenn ich nicht spiele, mag ich ihn nicht. Ja, aber ich kann ja diese doofe Shotgun auch nicht bedienen. Wie ging das nochmal? Nach unten zur Seite X und mit B musst du die laden vorher. Genau, unten zur Seite X. Und du kannst nach hinten drücken und A gedrückt halten, um deine Shotgun zu laden, um die aufzuladen und dann zu schießen. Mhm. Du kannst es gerne einmal probieren. Ja, warte mal kurz. Das gönne ich dir jetzt. Das ist aber nett von dir. Ja, jetzt muss er sich erstmal episch wieder sein. Das erwähnen wir auch in jedem Video, dass wir das cool finden. Ja, also warte, nach hinten. Nach hinten und A gedrückt halten. Nach hinten und A gedrückt halten. Dann letzten Angriff auf. Warte. Also von mir weg und dann A gedrückt halten. Guck, nach hinten, A gedrückt halten. Das ist das, was ich tue. Das, nee, ist, das B. Ist B. Nein, nach hinten, nicht nach unten. Genau. Genau. Ja, theoretisch genau das, was du gerade getan hast, nur schneller dann. Okay. Oh, das war ja süß. Du bist jetzt irgendwie verwirrt, du hast so...
Ui. Tada! Oh, da ist er wieder. Den Move finde ich so witzig, ne? Huja! Ich möchte Klavier spielen. Nicht mit mir. Nee, das stimmt allerdings. Was tue ich? Du kannst dich auch ruhig noch ein paar Mal laden. Ob es dir was hilft, weiß ich nicht. Nein! Und dann trifft er mich auch noch. Was? Was ein Quatsch. Also wie ging der Scheiß? Wie schießt man jetzt mit dem Ding nach unten zur Seite A? Nach unten zur Seite X für schnellen Schuss, genau. Ah, das wollte ich doch die ganze Zeit. Und A gedrückt halten für diesen aufgeladenen, für okay. Den da. Und Arena über... Boah, da blockt er das. Lade mal nach. Mann, oh. Ja, mit B kannst du halt nur... Du hast halt nur drei Schüsse mit X. Und dann musst du nachladen. Ja, das habe ich schon verstanden. Nee, warte mal. Das war immer noch B. Ja! Nochmal. Komm, weil es so schön war. Ja, wundervoll machst du das. Scheiße. Jetzt reicht es aber auch. Du hängst da schön. Aber ich brauch dich eigentlich hier unten. Das ist lustig, wenn man Moves macht und keine Ahnung hat, was man getan hat. Lass mal abhängen, Digga. Boah, der Zauberstab von der macht so einen dermaßen Schaden. Aha. Ach, genau. Oh nein, ja. Die Ringe, Alter. Du hast mich damit auch mal zu Tode gehabt. Aber du kriegst heute auch nur Charaktere, die du gut kannst, muss man ehrlich mal sagen. Ich hab jetzt echt Glück gehabt, ja. Bis auf ganz am Anfang Green Lantern. Ja, aber ansonsten waren es halt echt alles gute Charaktere für dich. Alter. Diese Ringe sind so asozial, ne, wirklich. Okay, die Super gönne ich dir noch und dann machen wir den Sack hier zu. Das sehen wir gleich mal. Der Move ist auch echt so cool. Mit dem verpixelten Mittelfinger. So, das kann ich übrigens nicht. Schade. Gut, dass wir drüber geredet haben, Alter. Lark. Nein. Das sollte es gewesen sein. Boah, noch 3 Sekunden. Nice. Auf die letzte Sekunde. Und damit steht es jetzt im Endeffekt schon 3-1, aber das 5. Match gönnen wir euch natürlich trotzdem noch. Flump und ab in den Zylinder. Und das ist somit der epischste Endscreen, den es in Injustice irgendwie gibt. Ne? Das ist einfach so, da haben die sich richtig Gedanken gemacht, finde ich. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Ja, also dieser Hut, das hat wirklich was. Okay, so, warte mal, zufällige Wahl. Genau. Schauen wir mal. Ernsthaft? Irgendwer hat Grundy. Ja, ich hab Solomon Grundy. Ich bin heute aber auch gestrahlt. Hast du gehört, was ich hab? Nee. Dann such dir mal in die Arena aus. Ich weiß nämlich auch nicht, was ich hab, aber Solomon Grundy wäre ich auch gestraft. Welche Arena willst du? Ich hätte die jetzt einfach ausgewählt. Ja, entscheide dich. Ja, ich hab doch schon. Achso, du hast Wayne Manor Nacht gewählt. Okay. Ich will's halt gerne mal so. Romantisch bei Kerzenschein. Oh, kriegst du noch nicht mal. Doch, klar. Ja, aber nicht, du hattest doch den Saal und ich habe den Eingang. Ja, genau. Aber da kannst du Motorräder werfen, das ist auch lustig. Lauscht euch hier und wenn ihr Spiel begann. Ich weiß, ist zu gut. Ach, ich hab hier, wie heißt der denn nochmal, der Spaß? Adam. Black Adam. Also ich hab jedenfalls hier das Pokémon. Ich mag aber Black Adam nicht, also insofern bist du da jetzt gar nicht so... Also ich hab ja jedenfalls das Pokémon, muss man sagen. Du hast das Pokémon. Solomon Grundy. Mach Omai. Ja, genau, fehlen ein paar Arme. So ein bisschen wie so ein Mashok, ne? Den ja, fehlen ein paar Arme und so ein bisschen wie Mashok in Gammlich. Ja. Das ist so, als hättest du irgendwie aus dem Poketower in Lavandia nochmal so ein Mashok ausgegraben. Ja. In Lavandia laufen auch keine Mashoks rum. Nein, aber... Also achso, ja, vom Setting her, ja. Ja, oder hier vom... Safari-Zone im Moor. Hm. Welche Edition war denn das nochmal, wo es dann Moor gab? Ach, du stellst Fragen, auf die ich keine Antwort habe. War das nicht Perl? Ja, doch, ja, ja, klar. Da gab es doch ein Moor, ne? Ja, da gab es so ein Gammelmoor. Guck mal, wie du mich hier abziehst, ey. Leck mich fett. Warum auch immer die random einfach BAM! Das Auto im Hintergrund in die Luft fliegt. Was wird das denn jetzt? Das wird lustig. Hm. So schnell ging das jetzt irgendwie dann doch. Wahnsinn. Aua. Oh, fuck. Was ja, ist das denn? Du musst jetzt was machen. Ja, ah. Schön. Klonk. Was? Das ist so geil, der Move. Warum hat der einen Grabstein im Magen, Mann? Und warum würde mir schwer im Magen liegen, Alter. Ja,
Ich glaube, der hat auch nicht die beste Verdauung, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Der Move ist aber auch ganz cool, muss man sagen. Aua. Was hat er gesagt? Und kannst du mir mal sagen, warum deiner mehr Schaden macht als meiner? Wir hatten jetzt gerade genau gleich viel. Das wird auf jeden Fall echt eine knappe Sache. Leichter Leck hier gerade. Ja, wieder dieser komische, aber ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt seht oder ob das nur bei unserer 60-FPS-Stellung irgendwie... Die 60 FPS. Stellung. Ich bin eher so 69, aber 60 FPS ist auch eine geile Stellung. Ah, Gnade, Alter. Lass mir das. Und nein, nein, fucking. Achso, ich bin derjenige, der gerade so am Führen war. Und nee, oder? Nein, oder? Sehr geil. Nein, oder? Ich hätte dich jetzt gerade echt noch fast platt gemacht. See you later, Alligator. Solomon Grundy. Damit belassen wir es an dieser Stelle. Genau. Oh, Schock. An dieser Stelle belassen wir es damit mit einem 3:2 für dann Team Java. Ein 3:2 für Team Java. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Man hört sich in zukünftigen Let's Give Him Parts und anderen Videos. Das ist so der krasse Kontrast. Ne? Wir spielen Strategiespiele so voll konzentriert und dann so ein richtig stumpfes Geprügel. Jetzt sei mal ehrlich, wann haben wir jemals Strategiespiele konzentriert gespielt? Das ist auch wieder ein guter Einwand. Gut, wir bedanken uns fürs Zusehen. Man hört sich in zukünftigen Videos und tschö, tschö. Macht's gut und auf Wiedersehen.